Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dissidia 2 für die PlayStation Portable. Im letzten Part haben wir Lagunas Kapitel begonnen, haben jetzt einen Gargoyle Pebble gefunden, was auch immer uns das bringt, und gehen aus diesem optionalen Dungeon hier hinaus. Danke für die 6 KP, mir fehlt jetzt ernsthaft 1 KP. Fuck off. Ja, wir haben hier Vaan wieder getroffen und würden uns jetzt einfach mal hinein in den nächsten Dungeon von Laguna begeben, ins Southern Shrine Gateway. Mich stört das nur gerade wirklich... Moment. Mich stört das gerade maximal, dass für die Sache aus dem Mobbery Shop mir legit einfach 1 KP gerade fehlt. Und ich kann das Gefühl gerade nicht auf mir sitzen lassen, deswegen würde ich hier nochmal ganz kurz einen Kampf machen, um noch 1 KP zu bekommen. Weil aus dem Dungeon hier kann ich ja jederzeit wieder raus und ich brauche ja nur einen Gegner und 1 KP. Also, sehr geehrter, sehr einfacher, schneller Kampf hier. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, wow, sagte er und wurde erstmal getroffen. Ich drücke auch wieder die falschen Tasten. So. Ja, das war auch wieder die falsche... Na gut, komm. Versuchen wir nicht hier irgendwie rumzutricksen, sondern machen einfach... Ja, fick dich. Machen einfach die bewährten... Fick dich doch mal. So. Geht das... Kann er so nicht angehen. Da. Und reicht. So, dafür haben wir jetzt 1 KP bekommen und das reicht auch vollkommen aus. Mehr brauche ich und will ich auch wirklich gar nicht. Vielen herzlichen Dank dafür. Wirklich, ich bin super dankbar dafür. Okay, danke, ciao. So, danke. Mehr brauche ich nicht. Auf Wiederschauen. Tschüss, cleared. Danke, bye bye. Okay. Und ich wollte noch mal kurz was gucken. Ich habe gerade ein paar Abilities gemeistert. Ja, ja. Ich weiß noch nicht mehr genau, bedeutet das, dass ich die jetzt... Nee, na. Was bedeutet denn das nochmal, die zu meistern? Ich dachte kurz, dass ich die jetzt ab... Ah doch, ja, dass sie jetzt 0 CP kosten, ne? Nee, die aber nicht. Kosten sie weniger? Ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall die Blocks jetzt wieder ausrüsten, ne? Aber das könnte auch eher daran liegen, dass ich durch Level-Ups mehr CP... Ah, egal. Whatever, ich weiß nicht mehr, was es bedeutet. Irgendwas bedeutet, dass die zumeist... Moment mal. Ich könnte das doch bestimmt rausfinden. Mastering Abilities. I beg your pardon, but I'm busier than I look, so let's make this quick. Okay. Accrue AP to master an ability, mastering lessons the CP needed to equip it. Okay, ja, da haben wir's. Da haben wir die Antwort darauf. Und jetzt müssen wir nur noch mal ganz, wo lang war das? Hier lang, glaube ich, ganz fix zurück zum Mogri Shop eiern, um noch mal kurz die Magic Sisters, glaube ich, als Beschwörung zu kaufen. Nee. Hi. Magus Sisters, genau, klar. Logisch. Wer sind denn die Magic Sisters? Es tut mir wirklich leid, dass ich dich jetzt zum dritten Mal abgeschossen habe, lieber Mogri. Es ist nicht persönlich gemeint, auch wenn es so klang. Es tut mir wirklich legit im Herzen leid. Will ich eigentlich davon jetzt mal was ausrüsten? Gerade wenn mein Ifrit eh gerade am Aufladen ist. So Magic Pot, copies opponent's bravery. Oder das hier, bravery shielded for a time. Opponent's Bravery halved for a short time. Naja, mein Ifrit lädt nur noch einen Kampf auf. Ich glaube, ich behalte ihn erstmal. Das ist schon eine sehr, sehr starke Beschwörung, muss man sagen. Wenn man den Gegner breakt, seine eigenen auf 150% zu bringen, damit man ordentlich Schaden reinballert, ist schon. Na, da kann man schon. Na? Southern Shrine Gateway. Ach du heilige Scheiße. Eins, okay, da hinten ist das Summon. Was seid ihr denn? Nichts gegen Ausweichen waren, aber schwache Angriffe solltest du lieber blocken. Hört euch schon wieder nicht zu. Ich führe in letzter Zeit eindeutig zu oft Selbstgespräche. Drücke R am Arm. Ja, das müsste ich generell öfter mal machen. Das mache ich nicht so häufig. Es ist besser, sich seine Gegner vor einem Chainskill genau anzusehen. Du sagtest, auf Schatzjagd kamst du zu Schaden. Auf dich zu hören wird wohl nicht schaden. Was? Was faselst du da? Probst du für ein Theater oder so? Passt überhaupt nicht zu dir. Ich habe mich auch gerade gefragt, was labert. Drücke Select, um im Scan-Mode Gegner und Items zu untersuchen. Überprüfe deine HP und die Position von Gegnern, bevor du einen... Ja, ja.
Brauchen wir doch alles nicht, aber okay. Toll, ja, wow, Gegner. Das ist ja krass, Gegner. Oh, noch ein Gegner. Was geht denn hinten ab? Hier ist... Warum komme ich denn da nicht hin? Ich komme nicht zum Ausgang. Egal, wir machen... Ich habe keine Cross-Chain mehr. Ich habe nur noch eine Straight-Chain. Ja, was ist denn jetzt besser? Dann mache ich hier die Straight Chain, dann habe ich die drei. Nee, ne, das ist eigentlich Unfug. Eigentlich müsste ich... Na gut, ob ich hier die Straight Chain mache, ist auch... Hat auch nur drei. Oder ob ich hier die Round Chain... Wenn ich hier die Round Chain mache, da habe ich auch drei drin, aber... Ja, komm, machen wir die einfach hier, weil whatever. Hab kein Argument dafür oder dagegen. Es ist einfach... Wir machen es einfach. Okay, wir haben ganz ein paar Gegner hier in dem Dungeon und die werden wir jetzt alle vernichten. Gegen einen Level 9 Laguna. Aber mittlerweile bin ich der bessere Laguna. Das werde ich euch jetzt beweisen. Erstmal komplett reingeschissen. Bin ja wirklich komplett am Reinkacken gerade. Das ist ja mal wieder wirklich angekündigt wie ein Toastbrot gerade. Das ist... Nee, lass es. Ich... Jetzt aber. Fick dich! Nimm Schaden hier. Ich will keiner haben hier im Leben. Ich will keiner haben. Im Leben will dich niemand. Hast du das verstanden? Im Leben will dich keine Sau. So, ich bin heute wieder sehr fies zu unseren Fellow... Ja, komm, nimm das. Wenn ich dich schon nicht fertig machen darf, dann macht's halt mein Kumpel Wahn. Ist auch okay für mich. Gut, wir haben noch zwei weitere Gegner in der Chain. Pummel Ground. Ha, das klingt nach einer neuen Bravery Attack, die wir uns auf jeden Fall nach dieser Chain mal reinpfeffern. Ja. Nehmen wir den Wahn noch mit. Guck mal, gerade hat der Wahn unseren Laguna Mannequin besiegt. Jetzt sind wir Laguna und jetzt müssen wir den Wahn Mannequin besiegen, okay? Das müssen jetzt auch wirklich wir machen, ja? Keine Reliance auf Wahn. Wir wollen ja nicht ihn so kannibalistisch hier auf seinen eigenen Mannequin loshetzen. Nee, wir wollen das schön und sorgfickt. Schön und sorgfältig selbst in die Hand. Fick, Pimmelgesicht. Jetzt ist aber im Keller genug. Hallo? Oh Gott, jetzt macht er dasselbe. Das ist ja jetzt scheiße. Ich muss fliehen. Oh Gott, Mami. Okay, komm. Also Wahn zumindest für eine Bravery-Attacke kannst du auf jeden Fall mal reinkneten. So, und jetzt mache ich das hier aus. Oh, heilige Mutter, Josephine, was geht denn heute ab hier im Fahrstuhlschacht von Kefka? Jesus Christ, Level 13, danke dafür, Alblali. Mein Hirn fabriziert heute auch wirklich nur Müll, das ist unglaublich. Okay, was haben wir hier noch Feines? Eine Level 12 Cloud of Darkness. Come in my face, bitch. So, oh Gott, tut mir leid, wirklich, was rede ich hier? Normalerweise bin ich... Ich hab mich verändert. Leute, ich höre auf den Aufnahmen. Das geht ja gar nicht mehr hier. Du Sackgesicht, wirklich. Ich beneide euch alle um eure Attacken, weil meine sind kacke. So. Hier, ich hab einen Laser für dich. Walk away! Ah. So. Sehr verehrte Wolke der Dunkelheit, Wolke der Finsternis, wie auch immer du im Deutschen hießt. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Oh, Sticky Bomb. Sticky Bomb und Pummel. Pummel Ground. Sticky Bomb und Pummel Ground. Führen wir uns... Auf jeden Fall ein, aber erst will ich noch gucken, was das Summon Stone ist. Vielleicht ist der noch nützlich. Ich suche den, der die Stimmen vernimmt.
Er soll vom Rubin erfahren. Klingt nach Kabanka. Ein Lied? Wer singt das? Ich bin Kabanka, ein Stein, der das Licht des Regenbogens birgt. Ha, irgendwie niedlich. Du willst mir also helfen? Mein Licht soll erstrahlen, wenn du in Not bist. Dankeschön. Kabanka Auto. Auto. Okay, was machst du? Schönes? Matches opponent's bravery to yours. Auto summon when bravery is zero. Aber heißt es auch, wenn der Gegner... Also, wenn ich breake, dass ich dann quasi einmal rauskomme pro Kampf, oder... Okay, für diesen goldenen Kampf hier oben nehme ich mir jetzt erstmal kurz den Magic Pot, weil mir ist beim letzten aufgefallen, da war so ein Kane, der mich richtig gedudelt hat, weil der sich plötzlich immer seinen Bravery auf 1500 hochgeballert hat und ich ihm trotz 1 HP keinen Schaden gemacht habe. Anyway, das wollen wir gern verhindern. Aber erstmal müssen wir uns unsere beiden neuen Attacken hier anschauen. Wir haben 2 neue Bravery Attacks. Wir haben einmal auf dem Boden Pummel Ground. Was ist das? Close Strike with Machine Gun. Oh ja, Machine Gun. Machine Gun, Alter. Also will ich jetzt entweder das hier wegnehmen. Scheiß auf die Granate wirklich. Also ja, die ist stark, aber. Sticky Bomb Throw. Sticking Time Bomb at Foe. Charge to increase distance. Hätte ich gerne, aber. Meine Abilities. Abilities, Alter. Abilities sehen das gerade noch ein bisschen anders. Muss ich jetzt doch wieder den Block abrüsten. Ich bin ja eh aktuell am meisten in der Luft, ne? So, das heißt, theoretisch müsste das doch jetzt hier hinhauen. Wollen wir das mal ausprobieren? Das ist wahrscheinlich nicht klug, was ich hier mache, aber egal. Ach. Die goldenen mag ich wirklich nicht gerne hier. Mag ich nicht gerne. Okay, guck mal, der macht jetzt nämlich. Oh, ich muss niesen. So, jetzt machen wir nicht einmal das hier. Damit haben wir viel. Und jetzt müssen wir nur noch treffen. So. Hätte auch ohne das gereicht, aber... Na, war eine kleine Absicherung. Auch dass der mich, wenn er mich einmal trifft, jetzt nicht einmal komplett im Grund und Boden stampft. Danke. Wir haben die beiden neuen Bravery-Tags natürlich absolut gar nicht ausprobiert, aber hey. So, und jetzt würde ich, glaube ich, Kabanka mal ausprobieren, ob das so funktioniert, wie ich... Ja, aber wann werde ich denn gebreakt? Ich werde doch nicht gebreakt. Es wäre doch viel sinnvoller, eigentlich bei Ifrit zu bleiben, oder? Weil ich doch in der Regel gerade immer die Upper Hand habe hier, oder? I don't know. I'm probably gonna win. Das sehe ich auch so. Warum mache ich... Wait, was ist denn jetzt passiert? Ach, hat die Pupskanone gerade... Hatte der selber gerade Kabanka? Das war doch nicht mein Kabanka, oder? Doch, das war mein Kabanka. Hä? Da habe ich das jetzt nicht kapiert. Ich hatte doch gerade mehr und plötzlich... Hä? Ich check nichts. Kann ich mal bitte eine Attacke treffen? Nö. Die Antwort darauf ist nein. Ich will, dass du nicht aus deinem Break rauskommst, okay, Kumpel? Ist das... Oh, das war die Sticky Bomb. Sollen wir das andere mal noch probieren hier? Nö, 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 nö. Okay, Kumpel. Du bist genau in meine Falle geflogen. Kleiner Idle Sky Pirate. Es tut mir fast schon leid für deine Unterhose. Aber in diesem Leben nicht, mein Kumpel. In diesem Leben nicht. So, und wenn ich jetzt diese Dinger öffne, die Gateways, baut seltsames Zeug, dieser Chaos. Hey, nicht anfassen, noch nicht. Ah.
Kriege ich dadurch jetzt wenigstens meine Tür? Meine Tür. Meinen Weg. Es ist hoffnungslos, heute zu reden. Es ist einfach hoffnungslos. Wir kämpfen wieder mal gegen uns selbst, ha? Huh? Ich weiß nicht, ob ich von der Attacke hier der größte... Oh, doch, jetzt bin ich der größte Freund davon. Ich wusste nicht, dass das eine Chase-Attacke ist. Hier, damit kann ich leben. Kabankel habe ich trotzdem noch nicht verstanden. Ich glaube, ich rüste den einfach wieder ab, einfach weil er mich so irritiert hat und aus dem Konzept gebracht hat gerade, dass ich sage, ja, war nett mit dir. War. Aber Betonung auf war. Ich bleibe mal wieder bei Ifrit. Wie komme ich jetzt raus? Hey, der Ausgang ist weg. Was soll ich denn jetzt bitte machen? Nanu, was ist das? Komme ich darüber vielleicht raus hier? Oh, shit. Soll ich einfach mal... Ich sehe natürlich kein Level jetzt. X-Charge? Nee. Straight Chain? Nee. Bravery Zero? Soll ich den... Soll ich es einfach mal machen? Oder Bravery Charge? Ja, sonst muss ich nachher wieder irgendwas wegwerfen. Komm, wir machen einfach mal... Wir machen es einfach mal. Wir machen einfach mal Bravery mal 5. Einfach so aus Witz. Well now, is this my first time through here, or my second? The only thing we can tell you is that it is your last. Who's there? A warrior of Cosmos, are we? Come with foolish thoughts of slaying us? Oh! Hey, no need to get upset. No offense meant. I'll be on my way. So soon? We've not had a guest in some time. At least allow us to bid you a proper farewell. Okay. Nehme ich an. Die Party. Cloud of Dragon ist Level 12. Ich behaupte mal, soll ich hinkriegen? Oh, force your way. Als Lied. Bosslieder ist Level 8. Ich mag die Originalversion wesentlich mehr, aber die ist trotzdem sehr cool. So, mit fast 2000 Bravery sollte doch hier, sobald sie einmal gebreakt ist, echt eigentlich eine Attacke reichen, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. So. Guck mal, jetzt mit ihm hier noch von 2700 kommen wir jetzt auf 4000 Bravery. Ich bin ganz ehrlich... Reicht. Das war Overkill. Also absoluter Overkill. Es war nicht notwendig, aber es war mal ein schönes Gefühl. So will ich das haben. Yes. It is time we put an end to this game. What's wrong? Frozen by fear's icy grip? Of course not. No, not at all. Just, I was just admiring your, appearance, is all. Not any particular part of your appearance, much. Leg crap! Wunderbare Anspielung an FF8, ich lieb's. Unbelievable. Cosmos must rest well with brave defenders of your like. Hey, don't look at me. I couldn't believe it either. Somebody ought to tell her how to pick them better, you know? Oh. So, you disrespect even the goddess whom you serve. We would pity her, did we not oppose her. Ma'am, I don't exactly serve anyone. I'm just working with her, that's it. If the world comes to an end, that's bad news, right? So the only choice that leaves is to try and protect it. Then again, you know, it could be a little tough the way things are. What with these, what are they? Munchkins? Mannequins? Yeah, them.
That's what I meant. Those things are getting real old, real fast. It's ridiculous. Where do they all come from? Anyway, I plan on finding a way to get back home. Munchkin infestation or not. I'm just doing what I gotta do to make that happen. I'm not serving anyone or anything like that. Sure, I might not be a god, but I figure I have some hope. I mean, that's all a soldier like me's really got, right? Mannequins have no place in this world. They are a foreign presence that unbalances a most delicate equilibrium. Huh? Know this, human. Mannequins are cursed mockeries of men that crawled forth from the rift and now befoul this realm. Their masters do no more than pull the puppet's strings. Der Rift übrigens ein Wort aus Final Fantasy 5. So you aren't making them then? There exists a portal which connects this plane to theirs. Seal that door, and no more of the puppets will be able to emerge. Meaning, they won't keep multiplying. A great deal of their taint has already spilt forth from the gate and into this realm. If you desire to stem its flow, follow the trail and seek out the source. Closing a door sounds easy enough. But if that's really all it takes, why would you tell me? Did you not listen? These beings surge through the portal even as we speak. Should you choose to seek it out, all you will find is endless battle and certain doom. As for us, we are but curious to see what manner of death you select for yourself. First things first. Better let everyone know what's up. So, da den Teil der Story hatte ich schon überhaupt gar nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte echt, Chaos würde die herstellen noch, aber offenbar nicht. Und das war Kapitel 3. Ja, das brauchen wir nicht, danke. Das nächste Kapitel wäre Kapitel 4 von Yuna. Where Memories Wait. Bin ich jetzt nicht der größte Fan vom Kampfstil, ebenso wie bei FIFA Laguna. Ich würde euch gerne noch mal kurz eine Kleinigkeit zeigen, wo wir gerade schon mal als Laguna gespielt haben. Sein DLC-Outfit. Yunas kann ich euch natürlich nicht zeigen. Okay, machen wir mal ganz kurz hier einen ganz, ganz einfachen Level 1 Kampf. Einfach damit ich euch von beiden. Ich wollte euch auch gar nicht Yunas zeigen, ich wollte euch Vans zeigen. Vans und Lagunas DLC-Outfit einfach mal kurz zeigen. Das hier ist Lagunas DLC-Outfit, dieses Ritter-Outfit. Wird einigen von euch vielleicht vertraut vorkommen. Die Stage fällt mir gerade auf, hatten wir noch gar nicht. Ist ja in der Story auch. Oh, falsche Taste. Egal, machen wir trotzdem nochmal. So. Das mal ganz kurz zu dem Kampf. Das bringt mir ernsthaft ein Level ab. Ein Kampf gegen Level 1. Das war eigentlich mehr als so ein Joke. Na, okay. Danke trotzdem. Und dann machen wir gleich noch einen Kampf. Und zwar andersrum quasi mit Wahn. Aber ich kämpfe mal gegen Lightning. Ah, wobei. So, selbe Einstellungen, einfach kurz Level 1, easy Kampf, einfach nur um euch DLC-Outfit zu zeigen. Hier ist ein FF12-2 von dem DS-Teil quasi, Sky Pirate angelehntes Outfit. Was ich ganz cool finde, to be honest. So, das Lied mag ich natürlich auch sehr gern. Und damit mal kurz die DLC-Outfits bisher präsentiert von den Figuren, die wir bisher gespielt haben. Natürlich zeige ich euch noch nicht die ganzen anderen. Alles zu seiner Zeit.
Ich würde sagen, wir können jetzt Yunas Kapitel trotzdem noch mal ganz kurz beginnen. Wir müssen nicht super lange da jetzt noch weiterspielen, aber zumindest anfangen können wir das safe schon mal. Nur vielleicht customize ich sie vorher schon mal. Ja. Okay, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Und ein Treasure Chest, danke, wunderbar. Was haben wir hier im Shop noch Neues, wenn wir schon mal dabei sind? Legion Scutum. Aus einem Heart Shield. Wo auch immer ich den herbekomme. Hat es noch irgendwas? Ja, Demon Mail aus einer Heavy Armor und einem Gargoyle Pebble. Und hier haben wir noch Ruby Hourglass. Okay, länger im X-Mode, dafür weniger Schaden im X-Mode. Pendant, Excorpions Boost, dafür weniger Absorption und Reflect Strand Magic Counter. Okay. Nö. Alright. Abilities, Meteor Strike, Energy Blast, ja. Und hier Energy Ray Tors. Ah, ja. Naja. Okay, hier machen wir einfach mal Optimize. Ja, ich habe keine Rüstung, die ich dir ausrüsten kann. Das ist ja auch fantastisch. Bei den Accessories gehen wir wieder mit dem Power Ring, weil Damage brauchen wir immer, gerade bei ihr auch sehr gut. Bei ihr würde ich vor allem HP noch aufdingsen. Und ich glaube, entweder Bravery oder Defense, aber ich glaube, nee, ich gehe bei dir auf Bravery. Ja. Okay, gut. Und bei den Summons würde ich, glaube ich, einfach Kabanke nochmal probieren, und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Und vielleicht kaufen wir dir aber doch nochmal kurz irgendeine Rüstung, die du auch tragen kannst, weil das wäre ja Unfug hier, ohne komplett reinzugehen. Und eine Rüstung war das noch. Ja. Ja, komm. Kriegst du halt die Cotton Robe. So. Haben wir sie gecustomized. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall noch kurz rein ins Kapitel, schauen uns quasi die Introsequenz davon an. Kapitel 4, Where Memories Wait, Yuna. Ach, hier hätte ich den. Na, egal. Yunas Reise mit Jekt geht weiter. Von den Kristallen fehlt weiterhin jede Spur. Selbst weit im Westen gönnen die Mannequins den beiden keine Ruhe. West Melmond Gateway. Ach ja, stimmt, wir starten im Gateway. Hab ich schon wieder vergessen. Reject. Ui, starke Gegner hier. Niemand hier, nur diese verdammten Mannequins, was? Wir müssen Kosmos von diesen Wesen berichten. Beeilungs, Reject. Yuna beschwört Aeons als Beistand. Jeder Aeon hat seinen eigenen Angriffsradius. Kombinierte Assist und Aeon-Angriffe. Zu mächtigen Attack. Du steuerst einen neuen Charakter. Ja, okay. Gefällt mir alles gar nicht, aber egal. Hijacked. Lass uns hier schnell aufräumen. Bis zum Sanctuary ist es noch weit. Mhm. Was haben wir hier hinten noch? Auf jeden Fall drei Truhen. Da sind wir selber und da ist der Exit. Aber hier, Friends of the Family. Nee, wir können noch kämpfen. Wir können noch kämpfen. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Scheiße. Kann ich hier wieder raus? Oh nein, jetzt habe ich meinen Controller. Oh nein. Scheiße. Danke. Wenn ich hier vorfade, ja. Oh nein, wir haben verloren gegen einen Level 1 Gegner als Yuna. Oh, wie schlecht. Kann ich start over from set as a beginning of battle except KO? Ja. Gut. Denn wir haben eine straight chain und vier Gegner, die genau auf der Chain liegen. Liebe Leute, das wäre doch Unfug, wenn wir das nicht wahrnehmen. Das ist ja, das wird mir ja förmlich vors Gesicht, also so wie so ein, wie so was zum Essen vorgeworfen hier, ne? Okay, Imitation Dispose is jacked. Nee, oh, es ist der Emperor. Oh, ich hasse ihre Attacken. Die haben halt hier, ne, das muss man einmal dazu sagen, die haben mit den neuen Figuren wirklich spannende neue Kampfstile hinzugefügt.
Nur nicht so viele, die ich mag. Ja, ja, okay, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann ist es schon nicht so schlimm. Okay. Aber man muss es halt, man muss es wollen, ne? Jawohl. Und nochmal mit Ixion oder auch nicht, weil er viel zu weit weg ist, der Dude. So, jetzt aber ja, dann nehmen wir halt Valfaris. Wer war da jetzt? Da war Valfaris, war das gerade. Ixion war der andere HP-Angriff. Und bei den Bravery Attacks hatten wir Bahamut nach unten. Moin, Ifrit. Und Shiva war dieser weirde Kettenangriff nach oben. Yuna wird, glaube ich, von vielen Leuten somit als OP-Charakter bezeichnet, weil sie sehr, sehr viele unterschiedliche Reichweiten und Attacken hat und teilweise sehr, sehr schwer zu lesen ist auch, so ihre Moves, ihr Moveset. Aber ich mag so Figuren nicht, bei denen, also ich weiß nicht warum, aber ich habe in so Fighting Games so ein bisschen meine Probleme mit Figuren, bei denen quasi die Attacken nicht unmittelbar von der Figur kommen. So, wie gesagt, ich habe da schon mal als Beispiel genannt, falls ihr so ein bisschen die Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Spiele kennt zum Beispiel, dann, da gibt es zwei Figuren, oder mehrere Figuren, so beispielsweise Sasori und wie hieß sie? Chio? Die kämpfen halt nicht einfach so, die schlagen nicht zu oder so, sondern die haben so zwei Puppen. Und auch wenn die Kamera die ganze Zeit auf die Leute fokussiert ist, wenn ich angreife, greifen die Puppen an. Und die sind woanders. Und die fliegen dann so rum und hin und her. Und mein Hirn schafft das nicht. So, und ja, und es ist bei ihr hier ähnlich. Hier ist es nicht ganz so extrem, weil die Attacken trotzdem zumindest so um mich rum passieren. Aber nee, ja, okay, ich nehm's zurück. Ich glaube, ich hatte sie ein bisschen nerviger in Erinnerung, als es jetzt gerade ist, weil die Attacken doch ganz gut noch funktionieren, aber vielleicht ist es bei ihr so gewesen, dass ich sie am Ende so schwer zu mastern fand, wisst ihr? Also quasi, wenn sie dann so die ganzen späteren Attacken hat und so und man wirklich auch bei den starken Gegnern dann drüber nachdenken muss, wie man welche jetzt wie kombiniert. Ich glaube, da bin ich an ihr dann manchmal so ein bisschen verzweifelt. Hallo, Valfaris. Ich weiß gar nicht, wie Valfaris im Englischen heißt. Kennt man natürlich aus Final Fantasy X. Ich habe Final Fantasy X aber noch nie auf Englisch gespielt. Ich glaube, ich habe mittlerweile alle Final Fantasies auf Englisch gespielt. Aber FF10? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich heißt Valfaris auch einfach Valfaris, aber ich weiß es nicht. So. Exion. Er macht Diamond Dust. Und verringert damit meinen Angriff? Monsieur, du kannst mir nicht einfach die FF8-Schieber ins Gesicht drücken und sagen, fress. Du scheiß Kerl. Eine Pimmelkanone hast du wirklich einfach meine. So. Wie wär's, wenn wir es einfach sein lassen, Was denkst du, sagt Jack dazu? Jack sagt dazu überhaupt nichts, weil er nicht treffen kann, der Pimmel. So, aber Ixion brutzelt dich kaputt. Deine Rüstung ist wahrscheinlich nicht sehr stromabweisend. I won because of all of you. Okay, war das schon der vierte Kampf? Krass, das ging irgendwie wesentlich schneller als gedacht gerade. Danke dafür. Hier fein ist drin. Ein Hairband. Okay, ich hätte mir nichts kaufen müssen. Ich hab's schon vermutet, dass ich es nicht machen muss. Ich hab gesagt, fuck you. Ein Accessory. Ich könnte versuchen, das mit meinem zu kombinieren. Die Wirkung von Basic Accessories kann mit Booster Accessories gesteigert. Ach ja. That was ja what. Cool. Und das erinnert mich gerade an was ich noch machen wollte. Bitte, Julian, denk in 3 Sekunden auch noch dran. Weil ich wollte wirklich halt noch was machen. Und es wäre cool, wenn ich da dran denke. Und ich sag's jetzt absichtlich nicht, weil wenn ich es vergesse, dann ist es nicht ganz so peinlich. CP plus 15? Ha, das gefällt mir, aber einen Lucky Charm habe ich nicht. Hätte ich jetzt gerne.
So, jetzt gucken wir erst nochmal bei der Rüstung, ob die Sachen, die ich jetzt gefunden habe, natürlich ist das Hairband besser, habe ich umsonst diesen Code-Geld ausgegeben. Hier hatte ich, glaube ich, jetzt nichts Neues, außer Basic Abilities, die ich nicht brauche. Wunderbärchen, mein Bärchen. Und hier, wie war das jetzt mit diesem... While your staggering effect mal 1,5. Ach so, oder wann? Waren wirklich quasi diese Sachen hier, dass meine Accessoires einen Effekt von 1,5 haben unter dieser Bedingung? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mir das bei Zeiten nochmal im Internet durchlesen. Ich hätte das schon längst machen müssen. Wahrscheinlich funktioniert es nur so. Und hier wollte ich nochmal reingucken, das ist das, was ich machen wollte. Chapter 4, dafür kriege ich Level 10 bis 19 Effekt mal 1,5 und hier mit PP-Baron, earn at least 5000 PP. Nice, dafür kriege ich dann ein Player-Icon. Earn at least 40 in a single, ja, 36 war schon gut, aber noch nicht ausreichend. Das hier verstehe ich nicht, Chain Count of 6, weil das hatte ich meiner Meinung nach schon, außer der erste Kampf in der Chain zählt nicht, dann hatte ich halt bisher nur 5, ja, aber hier sind auch teilweise Challenges, die ich schon gefühlt fast fertig habe, aber einfach noch nicht gesagt bekomme, was es ist. Es gibt auch insgesamt recht viele Challenges. Ja, wobei, so viele sind es gar nicht hier, ne? 100. Das ist ja nicht so viel. Okay, gut. Dann gehen wir hier noch raus und dann war es das, glaube ich, langsam für heute. Hier. Danke dafür. Wo zur Hölle bin ich? Und wo steckt Yuna? Hey, Yuna, kannst du mich hören? Hat er sich jetzt verlaufen? Seltsam. Ich war mir sicher, nach draußen zu kommen. Und wo ist Sir Jack? Sind wir getrennt worden? Was tue ich jetzt wohl am besten? Sir Jack? Sir Jack, where are you? He's gone. Guess I'm alone. Better try and find him. Right? Wonder if a whistle would work here. Maybe in this world. He might really come running. Oh well. Wishful thinking. Sorry. You all right? You shouldn't hang around here. This place is kind of dangerous. Titus. Huh? Did we meet somewhere before? Anyway, sorry. Really gotta get going. That's him. No mistaking it. That's really him. Titus, wait! Du warst nicht mit den anderen im Sanctuary, also musst du ein Krieger Chaos sein. Hast du mich etwa vergessen? Unsere gemeinsame Reise? Sogar Sir Jack? Ich muss ihn unbedingt finden. Wenn ich mit ihm rede, erinnert er sich bestimmt. Boah, deine Hoffnungen jetzt aber nicht zu hoch ansetzen. Na, okay, liebe Leute. Hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in Yuna's Story. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.